Jeder, der in Deutschland schon mal Blutspenden war, erhält einen Blutspendeausweis. Auf dieser Karte ist detailliert vermerkt, welche Blutgruppe die jeweilige Person hat. Doch was bedeuten eigentlich die ganzen Angaben darauf? In diesem Video werden wir uns anschauen, was das AB0-System und auch das Rhesus-System sind, wie sie vererbt werden und warum das Ganze überhaupt klinisch relevant für uns ist. Viel Spaß! Doch was sind jetzt ganz allgemein Blutgruppen? Auf der Oberfläche unserer roten Blutzellen, den Erythrozyten, befinden sich eine Reihe von Antigenen, wodurch man das Blut jedes Menschen in über 20 Blutgruppensysteme einteilen kann. Für die Klinik besonders relevant sind das AB0-System sowie das Rhesus-System, weshalb man diese bei Blutübertragung routinemäßig mitbestimmt. Eine weitere Einteilung ist zum Beispiel auch über das Kell-System möglich. Und das ist auch auf den regulären Blutspendeausweisen mit vermerkt. Allerdings spielt dieses System im klinischen Alltag eher eine untergeordnete Rolle. Das AB0-System ist das wohl bekannteste und auch wichtigste Blutgruppensystem. Und dieses ermöglicht die Einteilung in die Blutgruppen A, B, 0 und AB. In Deutschland sieht die Verteilung der Blutgruppen laut dem DRK in etwa so aus. Am häufigsten ist die Blutgruppe A mit knapp 43%, gefolgt von Blutgruppe 0 mit 41%. Deutlich seltener sind nun die Blutgruppen B mit 11% und ganz zum Schluss die Blutgruppe AB mit knapp 5%. Um jetzt zu verstehen, wie jetzt die einzelnen Blutgruppen zustande kommen, schauen wir uns das Ganze mal an einem Erythrozyten genauer an. Entscheidend dafür, welche Blutgruppe wir jetzt schließlich haben, ist der terminale Zuckerrest an bestimmten Glykolipiden. Bei Blutgruppe A haben wir zum Beispiel einen ganz bestimmten Zuckerrest, der hier in Rot dargestellt ist. Gleiches finden wir auch bei Blutgruppe B. In diesem Fall ist dieser Zuckerrest blau. Besonders bei Blutgruppe 0 ist nun, dass wir dort die H-Substanz haben. Das ist ein Basisanteil aus Kohlenhydraten, der bei den anderen Blutgruppen ebenfalls vorhanden ist. Aus diesem Grund wirkt er auch nicht als Antigen. Zum Schluss die Blutgruppe AB. Wie wir auf unserem ERI gut erkennen können, sind die Glykolipide sowohl wie bei Blutgruppe A als auch wie bei Blutgruppe B aufgebaut. Doch warum ist es wichtig zu wissen, welche Blutgruppe jemand hat? Wenn ein Patient nun, sagen wir mal, Blutgruppe A hat und wir aufgrund eines Fehlers die Blutgruppe B verabreichen, hätte dies schwerwiegende Konsequenzen. Es könnte nämlich durch die Gabe einer falschen Blutgruppe zu einer systemischen Immunreaktion kommen, die unter Umständen sogar tödlich verlaufen kann. Grund hierfür sind die Antikörper, die sich im Serum des Patienten befinden. Im Laufe der Entwicklung, ungefähr während des ersten Lebensjahres, entwickelt jeder von uns Antikörper gegen die Antigene, die wir selber nicht auf unseren Erythrozyten tragen. Das bedeutet also zum Beispiel, dass Personen mit einer Blutgruppe A Anti-B-Antikörper tragen. Bei Personen mit Blutgruppe B ist es genau umgekehrt. Sie besitzen nun Anti-A-Antikörper. Bei der Blutgruppe 0 ist es nun besonders, dass wir dort keinen Zuckerrest haben, der als Antigen wirkt, weshalb wir aus diesem Grund sowohl Anti-A als auch Anti-B-Antikörper im Serum haben. Gar keine Antikörper gegen Blutgruppe A oder B haben Personen mit Blutgruppe AB, da sie ja auf ihren Erythrozyten beide Antigene besitzen. Nachdem wir nun verstanden haben, wie sich die AB0-Blutgruppen unterscheiden, ist es noch wichtig zu verstehen, wie der Erbgang hierbei aussieht. Welche Blutgruppe wir später haben, wird über ein ganz bestimmtes Gen festgelegt, welches sich auf Chromosom 9 befindet. Insgesamt gibt es jetzt drei mögliche Varianten dieses Gens, was man auch als Allel bezeichnet, nämlich Allel A, B und 0. Und jeder von uns hat jetzt sowohl vom Vater als auch von der Mutter ein Allel vererbt bekommen. Auf diese Weise entsteht der Genotyp, also die Kombination aus den beiden Allelen. Um jetzt allerdings verstehen zu können, welcher Phänotyp ausgebildet wird, das heißt, welche Ausprägung, in unserem Fall in Form der Blutgruppe, wir haben, dafür müssen wir jetzt etwas mehr uns mit den Allelen beschäftigen. Allel A und B sind dominant gegenüber Allel 0. Für Allel A und B gilt außerdem, dass sie kodominant vererbt werden.
Und mit diesen Merkregeln kann man sich nun die verschiedenen Möglichkeiten der Vererbung herleiten. Eine Person mit Blutgruppe A kann so zum Beispiel homozygot sein und zwei A-Allele besitzen. Aber auch heterozygot ist möglich, nämlich in Form von einem Allel A und einem Allel 0, da das Allel A dominant vererbt wird. Gleiches gilt auch bei Blutgruppe B, wie wir hier einmal sehen können. Entweder können zwei B-Allele vorkommen oder ein Allel B und ein Allel 0. Da das Allel 0 rezessiv vererbt wird, können Personen mit Blutgruppe 0 allein homozygot sein. Der Genotyp muss also zweimal Allel 0 sein. Anhand der Blutgruppe AB können wir außerdem das Prinzip der Kodominanz erkennen. Diese Menschen haben immer den Genotyp Allel A und Allel B. Beide Merkmale werden gleichzeitig nebeneinander ausgebildet, weshalb wir auf unseren Erythrozyten auch sowohl Antigen A als auch Antigen B finden. Das zweitwichtigste Blutgruppensystem ist die Einteilung anhand des Rhesussystems. Der Name stammt von den Rhesusaffen, deren rote Blutkörperchen man verwendet hat, um eben dieses System zu entdecken. Das Rhesussystem ist sehr umfangreich, weshalb ich dir hier nur die wichtigsten Rhesusantigene zeigen werde. Nämlich Groß C, Klein C, Groß D sowie Groß E und Klein E. Unter diesen Antigenen ist Antigen D der älteste und auch wichtigste Vertreter, weshalb man ihn oft auch einfach nur als Rhesusfaktor bezeichnet. Auf dem Blutspendeausweis sind außerdem auch diese Rhesusantigene mit angegeben, direkt neben der eigentlichen Blutgruppe. Eine Person ist Rhesuspositiv, wenn ihre Erythrozyten auf der Oberfläche das Antigen D tragen. Man kennzeichnet das Ganze mit einem Plus. Also eine Person, die Blutgruppe A hat und gleichzeitig Rhesuspositiv ist, würde man nun als A-positiv notieren. Das ist auch keine Seltenheit, denn ein Großteil der europäischen Bevölkerung, in etwa 85%, sind Rhesuspositiv. Fehlt diese Oberflächenveränderung auf den Erythrozyten, also haben wir kein Antigen D, bedeutet das, dass die Person Rhesusnegativ ist. Und das würde man neben der Blutgruppe mit einem Minus markieren. Das Rhesussystem ist in seiner Vererbung ziemlich komplex, da es eine ganze Reihe von Antigenen umfasst, welche wir gerade gesehen haben, die untereinander kodominant wirken. Aus diesem Grund schauen wir uns das Ganze nur an Antigen D an, dem Rhesusfaktor. Eine Person ist rhesuspositiv, wenn sie homozygot zwei Allele von Groß D besitzt. Oder eine Kombination aus Groß D und Klein D. Klein D habe ich vorhin, als ich die verschiedenen Antigene aufgelistet habe, nicht erwähnt. Da es, wenn man es genau nimmt, nicht mit zu den Antigenen gehört. Klein D kodiert nämlich nicht für eine bestimmte Proteinstruktur und wirkt damit als Antigen, sondern es beschreibt vielmehr, dass eine Deletion des Gens vorliegt. Außerdem erkennen wir an dieser Darstellung, dass Groß D gegenüber Klein D dominant wirkt. Bei einer rhesusnegativen Person kann jetzt nur der Genotyp Klein D Klein D vorliegen. Nachdem wir nun die beiden wichtigsten Blutgruppeneinteilungen kennengelernt haben, können wir nun leicht herausfinden, welche Blutgruppe welches Blut, zum Beispiel in Form von Erythrozytenkonzentraten, bekommen kann. Hat eine Person die Blutgruppe A oder B, kann sie sowohl von der gleichen Blutgruppe als auch von Blutgruppe 0 Blut gespendet bekommen. Jetzt ist noch wichtig, dass wir den Rhesusfaktor nicht vergessen. Ist eine Person rhesuspositiv, ist es egal, ob der Spender rhesuspositiv oder negativ ist. Wenn die Person allerdings rhesusnegativ ist, darf sie nur rhesusnegatives Blut erhalten. Anders verhält es sich hier wieder zum Beispiel bei der Blutgruppe 0. Diese Blutgruppe ist sehr gefragt, vor allem Blutgruppe 0 negativ ist besonders wichtig, da sie allen Blutgruppen unabhängig vom Rhesusfaktorstatus spenden kann. Daher werden Personen mit Blutgruppe 0 negativ auch als Universalspender bezeichnet. Selber können Personen mit Blutgruppe 0 nur von der gleichen Blutgruppe Blut gespendet bekommen. Die Blutgruppe AB kann von allen Blutgruppen rote Blutkörperchen als Transfusion erhalten. Als Universalempfänger wird die Blutgruppe AB positiv bezeichnet, da jede Person,
einem Patienten mit einer solchen Blutgruppe spenden kann, unabhängig von der Blutgruppe und auch dem Rhesusfaktorstatus. Was sollte man sich jetzt zum Thema Blutgruppen merken? Als Blutgruppe ganz allgemein bezeichnet man besondere Oberflächenstrukturen auf unseren roten Blutkörperchen. Die zwei wichtigsten und klinisch relevantesten Einteilungen sind einmal das AB0-System und das Rhesus-System. Anhand der AB0-Einteilung können wir verschiedene Blutgruppen unterteilen, nämlich die Blutgruppen A, B, AB und 0. Bei der Vererbung haben wir gesehen, dass die Allele A und B gegenüber Allel 0 dominant sind. Untereinander sind Allel A und B aber kodominant. Das Rhesus-System ist ein ziemlich komplexes System, was eine Reihe von Antigenen umfasst. Das wichtigste Antigen, Antigen D, wird auch als Rhesusfaktor bezeichnet und wird dominant vererbt. Personen, die mindestens ein Allel Groß D besitzen, sind Rhesus-positiv, was ungefähr einen Großteil der europäischen Bevölkerung ausmacht. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast einen besseren Überblick über das Thema der Blutgruppen bekommen. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest und kein Video verpassen willst, dann lass doch gern ein Like und ein Abo da.